Servus. Hallo zusammen, wir sind wieder unterwegs. Wir machen heute mal die Drei-Türme-Tour, die ich letztes Jahr mit dem Biobike gemacht habe, aber halt heute mit dem E-Bike. Genau. Und gucken mal, ob der Akku da reicht. Sollte aber eigentlich hinhauen. Ich hab ein gutes Gefühl. Wir fahren extra im Eco-Modus. Mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Genau, euch nehmen wir natürlich wieder mit. Geben euch auch mal ein bisschen so einen Zwischenstand, aber das wisst ihr ja, das kennt ihr ja von uns. Also, viel Los Spaß! geht's. Wir haben gerade festgestellt, der Weg zum Hohe Horn hoch ist ganz schön ausgewaschen. Aber bei uns hat es in der letzten Zeit auch immer ziemlich stark geregnet. Und von daher ist das wahrscheinlich kein Wunder. Aber hier sind so richtige Furchen im Boden. Jetzt kann man schon fast einen Trailfahrer auf der Waldautobahn. Das ist doch mal was, hä? Am Hohorn sind wir angekommen. Wie man sieht, hier hinter uns der Turm. Also das letzte Stück hätte es doch in sich, auch mit dem E-Bike. Ja, super anstrengend. Und jetzt geht's gleich den ersten Trail runter Richtung Brandenburg-Turm. Genau. Freust du dich drauf? Ja. Sie freut sich drauf. Fahren wir weiter. So, wird langsam machen. Schaut, Sandra dahinter durchgekommen ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist nämlich eine Wurzel. Wenn man über die drüber fährt und es ist ein bisschen nass, dann rutscht man das sofort weg. Aber es hat's geschafft. Also fahren wir weiter. Der Rest von dem Trail ist jetzt kein Problem mehr. Das packt so ohne Probleme. Ja, wir sind schon länger nicht mehr hier runter, also passiert nicht oft, aber ab und zu verändert sich dann doch immer noch was. Also ich muss schon sagen, die Reifen, die wir hier drauf haben, die haben schon Abarztgrip, auch wenn es mal ein bisschen feucht ist, aber mit denen wollte ich nicht ohne Motor hier hochfahren, weil die so am Boden kleben, dass man das Gefühl hat, man fährt im Sand. Also das Biobike würde ich mir die nicht aussuchen. Aber fürs E-Bike sind die voll in Ordnung. Das ist, da war ich noch zu unsicher, wenn man das merkt. Dann stehe ich noch ganz kurz. Und dann mache ich den Abschluss da. Und dann sind wir schon unten. Ach so, ja, das wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Ne? Deswegen holpert es so. Ich habe mal wieder die Dämpfe und alles zugehört. Ah, das ist ja klar. Sandra wieder, hä?
So, das war Trail Nummer 1. Und dann geht es für uns jetzt da rechts hintere. Wieder über den breiten Vorsprung zum Brandigturm. So, wir sind jetzt am Fritzsche Eck. Einmal kurzer Rundumblick. So. Und jetzt geht es dann gleich weiter hoch zum Brandegturm und dann sehen wir uns gleich wieder. Und jeder, der das Boost-Modus-Video gesehen hat, kennt den Weg da hoch. Wahrscheinlich zu Genüge. Deswegen fahren wir jetzt hoch zum Brandegturm und machen es dann. Das da schon. Wir skippen das genau. Und sehen uns oben wieder. So, Brandegturm angekommen. Jetzt machen wir kurz das Päusle und dann geht es die Trails runter und dann rüber Richtung Moosturm. Hallo. Wie geht's dir nach dem Anstieg? Ich bin ein bisschen außer Atem. Trotz E-Bike. Trotz E-Bike. Ja. Ja. Es ist halt kein Moped. Ne? Nein, man muss immer noch selber treten. Aber das, darum geht es ja auch eigentlich. Also, kurzes Päusle, dann geht's weiter. Dann geht's los, oder? Das waren ein bisschen lose Steine, das mag Sandra gar nicht. So, warte mal kurz. Boah, leck mich am Arsch. Ich hasse große Steine. Der Trail, der jetzt kommt, bis runter, den kennt ihr ja schon von unserem Testvideo vom Boost-Modus. Deshalb kann es sein, dass ich hier gar nicht alles von dem Trail reinnehme. Vielleicht nur ein bisschen was. Und mal schauen. Wie mal Lust und Laune habe. Soll ja auch kein zu langes Video geben. Und wir haben ja noch ein Stück vor uns. Da kommt sie angedüst. Am Spendeplatz sind wir jetzt schon angekommen. Jetzt geht's gleich noch ein Stück angenehm und dann den Berg hoch zum Turm. Genau. Nehmen wir es in Angriff, würde ich sagen, oder? Ja, das machen wir jetzt. Wir sind jetzt fast bis ganz zum Moosturm hochgefahren. Der Moosturm ist jetzt da oben. Vielleicht seht ihr die Spitze. Da führt so ein kleiner Wanderweg hoch, den kann man aber nicht, also wir können den nicht hochfahren. Ich weiß nicht, ob den überhaupt jemand hochfahren kann, weiß ich nicht. Es gibt noch zwei Wege, wo man hinterherum fährt, aber keine Ahnung, da muss man einen auch davon laufen. Den anderen weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal zählen. Genau. Als Turm. Deswegen haben wir jetzt entschieden, ich fahre jetzt zum Lothar-Denkmal weiter. Und filmen da noch die schöne Aussicht.
Und da ist auch schon das Lothar-Denkmal. So, wir sind jetzt auf einem neuen Trail unterwegs. Den Tipp haben wir gerade vorhin gekriegt. Der soll runterführen vom Lothar-Denkmal, also ein Stück weiter hinten, zur Konebene. Jetzt gucken wir mal, ob wir da richtig abgebogen sind und ob wir da ankommen. Am Anfang sah da ein bisschen Zugwachse aus. Hier geht's jetzt. Bisschen wurzelig. Naja, mal schauen. Ah, und da liegt was auf dem Weg. So, da müssen wir jetzt drüber. Ja, hätten wir vielleicht bei den Hocken machen müssen, Schatz. Ja, aber nicht mit dem E-Bike. Also ich mache einen Bunnyhop mit gar keinem Bike, aber okay. Dann weiter. Also hier sind wirklich jede Menge Wurzeln. Aber es geht zumindest mal bergab. Ich sagte, ich bin immer noch gespannt, wo wir da rauskommen. Alter Falter, wärst du durchgeschüttelt. Yes, jetzt hat das Fahrrad klappert. Das ist ja brutal. Oh, da liegt noch einer. Mein Fahrrad klappert total. Ja, das soll ja normal sein bei E-Bikes. Aber ich habe das Gefühl, es klappert immer mehr, umso öfters wir fahren. Jetzt gucken wir mal, wie es dann da drüber kommt. Und dann weiter. Ein Glück, dass ich heute meine Brille dabei habe. Boah, was war jetzt das? Ganz schön super, das Ding. Alter Falter, das hat uns denn da für einen Trail verraten. Kurz warte, so abwarte, so ein anderes Ding. Okay, ich trau mich nicht. Ich trau es mich nicht. Hä? Oh, das war jetzt aber nicht lustig. Das Fahrrad wollte mich abwerfen, Schatz. Thank you.
Na, da haben wir für das Video doch noch einen ganz interessanten Trail. Jetzt habe ich Angst, ich bleibe da hinterm Stein hängen. Da ist ein Ausgang. Ah, ja. Also ihr müsst hier auch mit dem Pfad ein bisschen gucken. Links und rechts sind ganz schöne Felsen. Oh, leck. Bin mal gespannt, wo wir da rauskommen. Krasser Trail, oder? Ja? Krasser Trail. Krass, ja. Wenn er vielleicht nicht ganz so zugewachsen wäre. Ja, aber kann man mal fahren. Ja. Oder? Ja, kann man mal fahren. Brauchst zwar gut Grip auf der Reife oder von der Reife. Aber kann man mal fahren. Mit so. Der Reife hat das Wasser sonst gut, ja. Ja, das ist die Kreuzung. Also eventuell. Wenn wir den Mann nochmal treffen, der uns diesen Trail empfohlen hat, dann fragen wir mal, ob es von da noch einen weiter gibt bis runter. Ja. Könnte sein, dass da noch eine Fortsetzung gibt. Die haben wir jetzt aber nicht gesehen. Deswegen fahren wir jetzt da lang weiter. So, hier sind meine Kammerebene. Aber da halten wir jetzt nicht an. Da fahren wir jetzt direkt weiter. Irgendwo hier links gibt es jetzt dann Eingang zu einem Trail. Wahrscheinlich war das hier zu diesem Pfad. Ja, der geht auf dem Pfad. Müsste aber eigentlich nochmal eingeben, glaube ich. Jetzt schauen wir mal, ob wir da noch einen Eingang finden. Und wenn nicht, fahren wir einfach an dem ersten Stück vorbei. Und nehmen dann den nächsten. Nee. Also hier ist kein Eingang mehr. Wir fahren einfach da unten auf dem Trail drauf. Da der nächste. Ja, er war zugewachsen. Aber der nächste Weg, der links reingeht, den können wir dann nehmen. Also wenn du ganz oben reinfährst, wie gesagt, der Weg, der, wo wir jetzt die Einfahrt, wo wir gesehen haben, die war ja zugewachsen. Von der anderen Seite gibt es noch eine, aber es war generell viel zugewachsen da oben. Dann kommt man da von dem ersten Trailabschnitt raus. Und genau hinter das andere führt der Trail wieder weiter. Geht's? Ja, ich bin fast gestürzt, aber nur fast. Alles gut. Puh. Das war etwas. Ja, Trail hier, der hat alles. Der hat einfachere Abschnitte. Und, oh, okay, schwerere. Hier gab es wohl mal einen kleinen Erdrutsch oder Felssturz oder wie auch immer man das nennt. Dann versuchen wir mal weiterzufahren. Dann kommen schmale Stellen, wo es dann nochmal knapp geht. Immer wieder das Gestrüpp hier. Aber es macht schon Spaß. Ich muss jetzt noch ein bisschen langsamer runter, damit ich das ein bisschen im Blick habe, mit der Sandra dahinter. Da kommt ein Fels, da muss man ein bisschen mit dem Lenker aufpassen. Also hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, Beidbrille aufzuziehen. Weil dann die ganze Äste einem da ins Gesicht peitschen können. So, und dann wäre hier schon der Trailabschnitt zu Ende. Und hier geht schon der nächste los.
Au! Alter. Hier kommt jetzt ein einfacheres Stück, einfach nur schöner weicher Boden. Dann kommt wieder Geröll, immer schön abwechseln. Mal ein paar Wurzeln, wieder weicher Boden. Es ist einfach ein schöner wechselhafter Trail, der, wie ich finde, richtig Spaß macht. Trotzdem immer auf den Trail konzentrieren. Nicht, dass man auf einmal neben ausschaut und dann auf einmal querfeldein in den Wald runterfährt oder fliegt. Nein, nur müssen bis zum Ende runter, keine Ausfahrt mehr. Gut, dann haben wir hier Linkskurve. Oh, ein Bein vom Pedal, aber ich bin rumgekommen. Das ist jetzt so eine Kurve, da bräuchte man jetzt den Rico. Rico! Eine Rico-Kurve. Aber wenn der Rico das Video gesehen hat, finde ich, ist der Trail ihn das auch mal wert, da hochzufahren. Ach, wenn wir ihn abschleppen vielleicht? Genau, mit dem Abschleppseil. Rico, wir schleppen dich hoch. Fährst dann mit? So, dann geht's weiter. So. Das wird jetzt schwierig und das kriege ich nicht. Also die kriege ich selber nicht. Ich glaube, bei der hier muss man Hinterrad versetzen können. Sollte man können, also wäre von Vorteil. So. Und dann Hinterrad versetzen. So. Und dann kann es wieder weitergehen. Hier kann man es ein bisschen mehr laufen lassen. Und jetzt gibt es einmal einen Weg nach links runter. Ich weiß aber nicht, wo der hinführt, deswegen gehen wir geradeaus weiter.
Wenn wir jetzt da runterfahren, wird es da ziemlich steil. Da unten kommen die Treppen, wir kommen unterm Parkplatz raus. Da bin ich noch nicht runter, bei dem da. Aber da könnten wir jetzt mal runterfahren, können wir gucken, wo wir rauskommen. Das sieht zumindest auf dem ersten Stück mal einfacher zu fahren aus als auf dem anderen. Und im schlimmsten Fall kommen wir weiter Richtung Gängebach raus, als weiter hin. Ja, ich habe noch genug Akku, also mir ist egal, wo wir rauskommen. Heimkommen wir auf jeden Fall. Dann fahren wir jetzt mal da runter und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Jetzt hoffe ich mal, dass es hier auch weitergeht. Hoffentlich müssen wir da jetzt nicht gleich wieder hochfahren, weil ich wieder irgendeinen Trail ausgesucht habe, den man gar nicht mehr fahren kann oder so. Ja. Das ist halt eine Erlebnistour mit uns. Ja, ach doch, geht noch weiter. Ich dachte jetzt schon, hier wäre Ende. Achtung, hier wird's eng. Ich habe jetzt hier gar keinen Trail mehr gesehen, aber... Was machst denn du? Okay. Ich hab's Rad. Kommst du weg vom Rad? Jetzt habe ich dich schon unterfahren sehen. Ich habe mich schon unterfliegen sehen, aber ich habe Gott sei Dank den Ast da bekommen. Sonst wäre ich dann ab. Was sind wir froh, dass dort dieser kleine Baum wächst? Jetzt mal ohne Witz, ich wäre da voll ab. Ich hätte keine Chance gehabt. Da wäre es jetzt fast runter. Ihr habt gesehen, wie sie da hing. Ich habe mich geistesgegenwärtig, habe ich das Fahrrad losgelassen und nicht geschafft. Also nicht lachen, ja? Das ist nicht witzig. In einer Woche dürft ihr lachen, aber vorher nicht. Vorher sehen sie vielleicht das Video gar nicht. Also von daher dürft ihr doch gleich lachen. Huiuiui. Mann, oh Mann. Das ist mal Abenteuer. Mann, oh Mann. Die macht aber Sache. Also ich glaube, hier fahren nicht viel Mountainbiker rum. Vielleicht, weil genau an der Stelle schon ein paar abgestürzt sind, ich weiß es nicht. Was auch komisch ist, ich habe ja mein Garmin an. Weiß gar nicht, ob ihr das seht auf der Kamera. Seht ihr das? Auf dem Garmin zeigt es mir einen Akkustrich an. Und hier am Bike zeigt es mir zwei Akkustriche an. Komisch. Also fahren wir weiter. In der Hoffnung, dass die Sandra dann nochmal irgendwo abstürzt. Oder ich am Ende noch irgendwo abstürze. Ah. Wieder anhalte. Wieder Baum. Kommen wir hier irgendwo raus? Ja, irgendwo kommt man immer raus. So eine typische Leo-Tour, wenn er nicht weiß, wo er ist und wo es lang geht. So. Machen wir weiter. Mal schön langsam mache ich hier durch, dass ich nochmal das Fahrrad ablege und Sandra hören muss. Also den Weg merken wir uns, dass man den jetzt nicht unbedingt öfters fährt. Hier kommt man raus. Jetzt lassen wir langsam vor. Gut, hab's. Ja. Gut, ich hab's. Soll ich dir auch noch helfen? Ui, was ist jetzt passiert? Das ist ja immer auf Video. So, ich werde jetzt schnell den Akku wechseln und dann fahren wir weiter.
Jetzt sind wir wieder raus aus dem Wald. Und stehen wieder mit in den Feldern. Also, Sandra hat alles gut überstanden, zum Glück. Hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, wenn sie da den Hang runtergeflogen wäre samt Fahrrad, dann wären wir noch ins Krankenhaus gefahren. Wären wir wahrscheinlich im Krankenhaus gesessen. Also, sie eher gelegen. ja. Umgelaufen. Aber hey, es ist nichts, es ist ja nichts passiert. Alles gut. Passiert halt so Zeug, nur, wenn man so einen Sport betreibt. Nur großer Schreck. Ja, Akkus. Meiner ist bei 2 Striche. Der von der Sandra bei 3. Ja. Wenn ich daheim bin, ich schreibe dann hier im Video noch unten rein die, der Gesamtanstieg, den wir hatten, die Höhenmeter und die Distanz, wo wir gefahren sind. Wir hatten immer Echo drin, wir haben nicht umgeschalten. Also es hat uns gereicht. Ja. Ich muss zugeben, ab und zu habe ich mal die Unterstützung ganz rausgenommen, gerade wenn es mal ewig laufen ist. Aber ich muss schon sagen, das Fahrrad läuft echt, echt schwer ohne Unterstützung. Ich weiß nicht, ob es an der Reife liegt oder am Gewicht vom Rad, keine Ahnung. Also falls jemand das gleiche Rad hat, zufällig, oder falls da jemand schon Erfahrungen hat, ob es da vielleicht an der Reife liegt, dass man andere Reifen mal drauf macht, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Genau. Ja, und dann wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Genau, ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Biken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.